untergehen. Halbe voraus. Halbe voraus. Jawohl, Herr Kapitän. Diesmal aber endgültig. Scheißdreck. Das sind eben Schiffe, Mensch. Wenn wir mit unserem Schrotthaufen nur erst wieder in Hamburg wären. Seit 10 Jahren dieses Scheusal von Schiff. Aber dem Reeder habe ich einen Bericht geschickt, schon aus Sydney. Den steckt er sich nicht hinter den Spiegel. Sie schreiben hier in Ihrem Bericht, die Martin Luther ist ein Seelenverkäufer und nicht länger für die Beförderung von Ladungvieh oder Seeleuten geeignet. Deshalb empfehle ich, sie zu verschrotten, zu versenken oder für Atombombenversuche zur Verfügung zu stellen. So ist es, Herr Andersen. Natürlich taucht die Martin Luther nicht mehr viel, das wissen wir hier auch. Aber deshalb haben wir gerade Sie mit der Schiffsführung betraut. Sie haben gute Arbeit geleistet. Sie haben das Schiff in Gang und die Besatzung am Leben erhalten. Was bei der Martin Luther schon viel heißen will. Allerdings. Aber Sie einfach verschrotten? Das ist allein aus kaufmännischen Gründen nicht möglich. Und wenn sie auseinanderbricht? Das wäre dann Versicherungsfall. Unsere Freunde von der Polestar in London hatten letztes Jahr unverschämtes Glück. Totalverlust vor Cap Horn. Was war denn da mit der Mannschaft? Seemannslos. Herr Andersen, Sie und Ihre Gesellschaft sehen nur auf Profit. Ein Untergang der Martin Luther mit Mann und Maus würde Sie kalt lassen. Eiskalt. Skrupellos ist das. 25 Jahre meines Lebens habe ich im Dienste Ihres Hauses verbracht. Ich bin stets meinen Pflichten nachgekommen. Aber jetzt, ich hab's satt. Für so ein Haus will ich nicht mehr dienen. Da schäme ich mich. Ich kündige. Von Hansen, der Kapitän möchte mit mir ein Glas Portwein trinken. Was haben Sie denn jetzt für Pläne, Herr Epps? Zigarre? Danke. Ich werde ihm etwas anderes suchen. Wenn Sie noch nichts gefunden haben, dann könnten Sie ja das Kommando auf der Julia übernehmen. Aber die Julia ist doch ein Passagierschiff. Das ist mir nicht in Gang, als meine Frau das Schiff getauft hat. Bitte? Kommen Sie, Herr Epps. Der Kapitän Burmeister von der Julia ist nämlich plötzlich erkrankt. Tut mir leid. Ja, uns auch. Was fehlt ihm denn? Oh, Galle. Kein Wunder. 27 Jahre Umgang mit Passagieren. Und wie ist man ausgerechnet auf mich gekommen? Offen gestanden, eine Zwangslage. Der Aufsichtsrat hat zwar seine Bedenken, er ist ein vorzügiger Seemann, aber er ist ein Pedant und Umstandskrämer. Umstandskrämer? Meinten die Herren. Er hat keine gesellschaftliche Sicherheit, er hat kein diplomatisches Geschick, er ist als Persönlichkeit einfach... Einen Kopf zu klein. Bitte? Ich bin zu klein.
Es gibt ein paar Kleine, die es zu was gebracht haben. Friedrich der Große, Napoleon. Wo liegt der Kahn? In Cannes, ausnahmsweise. Kreuzfahrt, total ausgebucht. Tja, dann bleibt mir nur noch, Ihnen zu Ihrem Kommando zu gratulieren und Ihnen eine gute Fahrt zu wünschen. Danke, Bich. Was ich noch sagen wollte, Ihre Ernennung ist natürlich nur probeweise zu verstehen. Wir werden die Martin Luther wieder flott machen, so gewissermaßen als Ankerplatz für Sie, falls Sie verstehen. Wir sind da sehr human, wenn Sie uns das auch nicht zutrauen, Halbs. Danke, Herr Andersen. Was machen Sie denn in der Kapitänskajüte? Ich bin der Kapitän. Oh, quatschen Sie doch nicht, der Kapitän ist krank. Deswegen löse ich ihn ja ab, Herr Zahlmeister. Was denn? Was denn Sie? Sie sind der Neue? Ja, mein Name ist Epps. Herbert Brittel, ich... Sie brauchen sich nicht vorzustellen, ich kenne den Namen, meine Herren. Ja, Verzeihung, Herr Kapitän, aber wie sind Sie denn so unbemerkt bis hierher gekommen? Ich bin eine unscheinbare Person, Herr Brittel. Ja, Sie... sind bisher nur Frachter gefahren, Herr Kapitän. Hm. Für den Seemann sind alle Schiffe gleich. Sie schwimmen auf dem Wasser, enthalten Maschinen, bieten Kost und Quartier. Lediglich Tonnage und Ladung sind verschieden. Ja, nur menschliche Ladung verrutscht leichter, besonders im Bett. Darf ich Sie bitten, mir den ersten Offizier herbeizuschaffen, und zwar unverzüglich? Das wird leider nicht möglich sein, der befindet sich nämlich an Land. An Land? Was macht er denn da? Ja, tröstet sich wahrscheinlich mit den Damen der High Society. Er tröstet sich? Herr Meyer-Pollex hat selbstverständlich damit gerechnet, dass er das Kommando der Julia, aber... Irrtum sprach der Hahn und stieg von der Ente. Lassen Sie bitte mein Gepäck herauftragen, es steht in der Information. Ich möchte mich umziehen. Ich darf mich Ihnen vorstellen, mein Name ist Epps. Aufgrund besonderer Umstände, nämlich der Galle von Herrn Kapitän Burmester,
hat man mir die Führung dieses Schiffes anvertraut. Wir werden morgen um 11 Uhr, also das ist in 19 Stunden und 32 Minuten... Wer sind Sie? Meyer Pollex, erster Offizier. Da habe ich ja Glück, dass Sie sich vor der Abfahrt noch einfinden. Ich war bis heute beurlaubt. Von wem, wenn ich fragen darf? Von mir selbst. Schließlich war ich bis zu Ihrem Eintreffen der erste Mann hier an Bord. Wir werden also in 19 Stunden und 31 Minuten auslaufen. Ich weiß nur nicht, welcher Ruf mir schon vorausgeeilt ist. Jedenfalls ohne ein Umstandskrämer zu sein, handelt es sich darum, dass ich gewisse Dinge in einer bestimmten Weise erledigt haben möchte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir darin Folge leisten. Und solange Sie sich an die Vorschriften der Gesellschaft halten, wird es keinen Stunk geben. Ich meine, werden Sie in mir einen gerechten und verständnisvollen Kapitän finden. Zwei Punkte muss ich noch erwähnen. Einmal erwarte ich, dass mir während der Fahrt keine Fälle von Trunkenheit vorkommen. Alkohol hat zwar gelegentlich eine stimulierende Wirkung, aber alles zu seiner Zeit. Na, Prost-Mahlzeit. Der zweite und vorläufig letzte Punkt betrifft den Umgang mit Passagieren. Für den wahren Seemann bedeuten Passagiere, besonders weibliche, nur eine lebendige Ladung. Schon als Kadetten wurde uns eingehämmert, enthaltet euch der Fleischeslust, denn sie bedrängt die Seele. Bitte richten Sie sich danach, meine Herren. Ich bin sicher, wir werden eine angenehme Fahrt haben. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Danke. Herr Meyer Pollex, würden Sie mich auf dem Rundgang begleiten? Wo sind die Ersatzbleistifte, Herr Meyer Pollex? Die werden meistens im Hafen gestohlen. Bleistifte im Navigationsraum gehören zur Ausrüstung des Schiffes und für die Ausrüstung ist der erste Offizier verantwortlich. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass sofort neue bereitgelegt werden. Dies ist Ihr erstes Kommando auf einem Luxusschiff, wie ich höre? Für einen Seemann sind alle Schiffe gleich. Sie schwimmen auf dem Wasser. Lediglich... Wie haben Sie übrigens Ihren Urlaub verbracht? Oh, danke, recht angenehm. Ich war mit der Comtesse Laforet auf Niederwildjagd in Bagnol. Aha. Sind Sie auch Jäger? Nein, ich bin Seemann. Außerdem habe ich keine Hobbys. Jagd ist kein Hobby, sondern eine Passion. Seefahrt auch, Herr Meyer Pollex. Sagen Sie, Kümmel, bei wie vielen Kapitänen waren Sie bisher beschäftigt? Sie sind mein 24. Herr Kapitän. Im ganzen Genauen waren die Herren sehr nett mit mir, so wie man es erwarten kann. Wie heißen Sie mit Vornamen? Otto, Herr Kapitän. Otto. Otto. Darf ich mal noch nicht reinkommen? Bitte, Herr Pettel. Ah, Sie sitzen ja schon über den Passagierlisten. Ich lasse Ihnen bis heute Abend ein Verzeichnis derjenigen Personen zukommen, die ich an meinen Tisch zu setzen wünsche. Dieses Verzeichnis liegt schon vor. Von wem? Von der Reederei. Aber das heißt, ich habe nichts mitzureden? Ja, das ist leider so, ist eine reine Proporzfrage. Aber Sie können ja auch hier speisen, wenn Ihnen die Leute an Ihrem Tisch nicht zusagen. Nur, das ist unüblich. Haben Sie vielleicht die Güte, mir mitzuteilen, mit wem ich meine Mahlzeiten einnehmen muss? Ja. Also das ist zunächst der wichtigste, Konsul Carstens. Skandinavier? Nee, ist ein Seitenfritzen aus Wuppertal, Konsul von Rhodesien. Aber das ist der größte Anteilseigner von Robert Anderson. Wer noch? Dr. Claudia Lund hat was mit Literatur zu tun, fuhr schon einmal mit uns. Dann seine Exzellenz Weihbischof Allmann aus Paderborn. Weiter Herr und Frau Haas, Versandhändler aus Chur. Ah, hier haben wir noch Mrs. Ilona Porter, geborene Almashi, die Gattin von Mr. George Porter, Porter & Company, Bankers Brokers. Und als letzte Fräulein Annette Breitenbach, Gewinnerin eines Preisausschreibens. Tief Anker bis 2 Schäkel zu Wasser. Tief Anker bis 2 Schäkel zu Wasser. Maschinenachtung. Leinen loswerfen an der Boje 8. Maschinenachtung, Leinen loswerfen an der Boje 8. Leinen sind los. Backbord halbe zurück. Backbord halbe zurück. Wissen Sie, Herr Näher, im Grunde genommen sind ja alle Schiffe gleich. Lediglich Tonnage und Ladung sind verschieden. Und trotzdem. Volle voraus.
Bitte, mein Herr, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Passagieren der Besuch auf der Brücke noch nicht erlaubt. Ach, Sie wissen nicht, wer ich bin, nicht? Nein. Carstens, Konsul Carstens ist mein Name. Aha, Sie sind irgendwie der Reederei verbunden. Irgendwie, ja, mindestens, ja. Trotzdem muss ich Sie bitten, die Brücke zu verlassen. Nur machen Sie aber keinen Trouble. Kann keine Ausnahmen zulassen. See you later. Bei diesem Herrn ist Vorsicht geboten, Herr Kapitän. Weshalb? Kapitän Gestorf wurde seinetwegen gefeuert. Nach einer Nordlandfahrt. Wenn ich an heute Abend denke, vergeht mir eigentlich der Appetit. Och, Herr Kapitän, es geht doch auch vorbei. Ist doch nur beim ersten Mal. Nein, Kümmel, 9 oder 10 Leute, die ich gar nicht kenne, soll ich beim Essen unterhalten. Was hat denn mein Vorgänger so mit den Passagieren geplaudert? Es freut mich ausnehmend, dass Herr Kapitän mich fragt. Naja, es kann manchmal schon recht schwierig werden an der Tafel. Aber ungefragt konnte ich meine Meinung ja nicht sagen. Na, nun frage ich Sie aber, Kümmel. Danke vielmals, Herr Kapitän. Als erstes müssen Sie eine komische Geschichte erzählen. Ich kenne nur eine einzige. Von einem blinden Passagier. Kapitän Burmeister hat auch nur eine auf Lager. Die erzählt er auf jede Weise. Meine ist auch ein bisschen unanständig. Mach doch nichts. Hauptsache, die Leute lachen. Ja. Wissen Sie, als wir noch nicht reich waren, da haben wir uns einmal geschworen, dass wir eine Kreuzfahrt machen, wenn wir einmal Geld haben. Ja, den habe ich extra machen lassen für den Kapitänstisch. Nun werden wir den Kapitän ja gleich kennenlernen. Ja, heute muss er sowas nicht Farbe bekennen, nicht? Sind Sie schon einmal auf der Julia gefahren, Konsul? Mehrfach so, ja. Das Schiff gehört ja gewissermaßen mir. Josef sagen? Wie? Ja, jedenfalls zum großen Teil, als Anteilseichen. Insofern bin ich ja kein richtiger Passagier. Ich habe meinem Freund Andersen versprochen, dass ich gewissermaßen als Secret Service. Der Kapitän Epps ist nämlich ein ziemliches Greenhorn und da schwebe ich so oben drüber, you know. Bitte, aber das muss natürlich hier unter uns bleiben. Es könnte ja sein, dass er versagt. Oh, it's ringing for Captain's Dinner. Darf ich ihm das abnehmen? Wir müssen reingehen. Bitte. Irgendwie sehe ich aus wie eine Zigarettenreklame. Hm? Der Kapitän sieht sehr gut aus. Sehr gut. Ja? Na, ich bin zwar kein Trinker, aber scheue keine Mühe, Kümmel, den heutigen Abend zu einem Erfolg zu machen. Wo du kommst, Herr Kapitän? Ja. Ist mir eine Ehre, beziehungsweise eine Pflicht. Ja. Wirklich sehr gemütlich, dieser moderne Stil hier. Ich frequentiere lieber den Grill auf dem C-Deck. Die Atmosphäre da, die ist ein Hauch explosiver. Ich möchte sagen, englischer. Aber der Kapitänstisch steht nun einmal im Speisesaal. Yes, indeed. Friedrich hat es durchgesetzt, dass wir hier sitzen. Da kommt der Kapitän. Guten Abend. Guten Abend. Will nicht stören. Epps. Ich bin der Kapitän, wie man sieht. Bitte schön. Ja, es ist mir eine Ehre, beziehungsweise ein Stolz, da es natürlich zu den Pflichten eines Kapitäns gehört, dass er einerseits und auch andererseits, für einen Seemann sind alle Schiffe gleich, sie schwimmen auf dem Wasser, lediglich Tonnage und Ladung sind verschieden. In diesem Sinne möchte ich Sie an Bord, sowie zu diesem Dinner, willkommen heißen. Prost. Sehr zum Wohl. Zum Segen. Das war kurz und schmerzlos. Bravo, Herr Kapitän. Sind Sie mit Ihren Gedanken auf der Brücke, Kapitän? Sie sind so schweigsam. Ja, ich bin nie ein Schwätzer gewesen. Nun, man muss noch lange kein Schwätzer sein, wenn man versucht, seine Gäste zu unterhalten, nicht wahr? Konversation ist die Basis der Kultur, sagt schon Oscar Wilde. Ich könnte ja vielleicht mal eine komische Geschichte erzählen. Also, da war einmal ein Mädchen, das wollte sich nach Tunis absetzen. Ein Matrose. Der Salat, Herr Konsul.
Aber den pflege ich doch selbst anzumachen. Also bringen Sie mal eine neue Schüssel, ja? Jawohl. Tarragoner Weinessig, feingeschlagenes Olivenöl, Thymian, Rosmarin, ich mache ein bisschen Petersilie und feingehackte Mandeln. Und nur die hellen Blätter vom Salat. Ja, dieses Mädchen hatte also kein Geld, wollte aber unbedingt nach Tunis. Da versteckte ein Matrose sie im Laderaum seines Schiffes. Dann hat er sie dann jede Nacht mit Lebensmitteln versorgt und ihr auch immer zu trinken gebracht. Zu trinken? Das ist christlich. Ja, aber der Matrose hat auch etwas verlangt dafür. Ja, was denn? Liebe. So verging Tag um Tag, Woche um Woche. Friedrich, trink nicht so viel. Das heißt viel, das ist erst das dritte Glas. Ja, und dann die drei Whisky an der Bar. Ja, du hast ja zwei gehabt. Ja, aber du magst doch den Alkohol nicht vertragen. Los, auf so einem Schiff musst du läuten, sonst bist du nicht in. Stimmt's? Verstehe kein Wort. Ich meine, auf einem solchen Schiff muss man trinken, sonst ist man nicht in. Ach so. Also, so verging Tag um Tag und Woche um Woche. Und das Mädchen fragt immer wieder, wann landen wir denn in Tunis? Und der Matrose sagt immer wieder Geduld. Ja, die braucht man noch bei der Geschichte. Lassen Sie den Kapitän doch erzählen. Ja, er soll weiterspinnen. Bitte? Das Seemannsgarten. So. Also, Geduld, sagt der Matrose und verlangt immer wieder Liebe. Schließlich haben wir das dem Mädchen zu dumm. Und da hat sie sich beim Kapitän freiwillig gemeldet und hat gesagt, ich bin ein blinder Passagier. Wann landen wir denn endlich in Tunis? Ach du meine Güte, sagt der Kapitän, Sie sind ja auf dem Fährschiff Dover-Calais. Ich muss schon sagen, Kapitän, diese Geschichte passt notfalls auf Ihren alten Frachter. Ich würde Ihnen doch empfehlen, sich schleunigst der neuen Situation anzupassen. Jo. Oh, danke. Trinken wir eine kleine Schluck Champagner nach Dinner. Nur wir beide. Edelstenger im Medwe. Edelstenger im Medwe, was heißt das? Liebe Seebär. Ja, ich glaube, ich muss dann auf die Brücke. Wir passieren nämlich um... Passieren Sie vorher der grüne Bar. Ich warte dort. Meine Frau, meine Keule. Prost, Herr Kapitän. Elsie ist meine Keule. Oh, Verzeihung. Ja, macht nichts. Entschuldigung. War mir sowieso sehr heiß. Ja, ich kann nur um Verzeihung sein. Naja, es kann doch mal passieren. Pardon, ist mir wahnsinnig peinlich. Der Käse ist spitze, schmeckt duftig nach Knoblauch. Ja, Sie müssen nur tüchtig nachspülen, Fräulein. Nicht du, Elsie, sieh. Du trinkst sowieso zu viel. Und du musst gerade noch etwas sagen. Du bist ja direkt ein kleiner Sumpfflugi. Wenn ich ein Sumpfflugi bin, dann bist du ein Sumpfhuhn. Sumpfgüte. Sumpfhahn. Los, bleib dezent, wir haben Damen am Tisch. Ist gut, das merkst du. Ich bin schon dezent. Nein, eben nicht. Du musst auch nicht so laut reden. Doch, sonst verstehst du mich offenbar nicht. Ich glaube, du hast einen kleineren Sitz. Herr Kapitän, wer hat hier einen Asajewo? Ich meine einen Sitzen. Er oder ich? Weder noch würde ich sagen, Sie sind vielleicht beide wenig fröhlich. Ich bin nicht fröhlich. Jetzt schau da. Jetzt guck euch da. Ja, das haben wir gern. Den ganzen Abend bleibt er stumm wie ein ausgetrockneter Tintenfisch. Und plötzlich mischt er sich in den intimen Meinungsaustausch anderer Personen. Was sagen Ihre verehrte Frau Gemahlin? Verehrt? Von Ihnen? Da muss ja ein Rhinoceros lachen. Friedrich, schämt ihn. Auch das noch. Mir langt's. Mir langt's. Adieu miteinander. Ich bin an der Bar. Friedrich! Jetzt lauf doch der vom Kapitänstisch weg. Tja, solche gesellschaftlichen Pannen fallen eben immer auf den Kapitän zurück, Herbst, nicht? Der Ansicht bin ich nicht. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Adieu. Nein, kein Kaffee bitte. Mach ich kein Auge zu ganzer Nacht. Obwohl, ist manchmal nicht unbequem. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, ich bin spitze hier. Tschüss, Herr Kapitän.
Epps soll ruhig merken, dass dieses Kommando völlig anders geartet ist als sein letztes. Na, haben Sie das gehört? Alle Schiffe sind gleich. Ist doch Nonsens, you know. Herr Kapitän, muss ich das nicht so zu Herzen nehmen, wenn bei der Dame nicht alles glatt lief. Das steht nicht dafür. Ich nehme es mir aber zu Herzen, Kümmel. Ich habe gar keine Lust, mich in Zukunft noch irgendwo zu zeigen. Aber man kann ja auch nicht einfach seinen Posten verlassen. Ja, das ist wahr, Herr Kapitän. Hat dich niemand gesehen? Entschuldigen Sie, Herr Kapitän. Wir wollten Sie fragen, ob Sie uns trauen. Ob ich was? Ja, ob Sie uns trauen. Warum soll ich Ihnen nicht trauen? Nicht Ihnen, uns. Ein Kapitän ist doch gleichzeitig so etwas Ähnliches wie ein Standesbeamter. Wir wollen heiraten, aber bitte gleich. Na, also mitten in der Nacht ist das ein sehr merkwürdiges Ansinnen. Es muss sein, wir können nicht mehr warten. Warum haben Sie nicht vor Antritt der Reise geheiratet? Wir kennen uns doch erst seit heute. Er ist wirklich spitze. Warum denn diese Eile? Es war wie ein Autounfall. Wir haben uns gesehen und wussten sofort, da hilft kein Bremsen. Es hat uns frontal erwischt. Hier sind unsere Pässe. Bitte. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein Kapitän auf hoher See Trauungen vornehmen kann. Das kann er nicht ohne weiteres. Dazu ist eine besondere Lizenz notwendig, auch bei Frontalzusammenstößen. Das Einzige, was ich für Sie tun kann, ist, anlässlich meiner Cocktailparty Ihre Verlobung bekannt zu geben. Offiziell, falls Sie das wünschen. Und jetzt bitte, ich möchte mich wieder hinlegen und gehen Sie auch endlich ins Bett hier. Aber verstehen Sie doch, Herr Kapitän, Annette hat ihrer Mutter versprochen, sie heiratet vorher. Dann müssen Sie sich eben gedulden. Es wird auch möglich sein, verdammt noch mal. Ja, aber sie hat es mir doch erst hinterher gesagt. Das wäre die Spitze. Ich werde heute eine Generalinspektion vornehmen und bitte Sie... Ich fürchte, das macht böses Blut bei der Crew. Die Leute werden sagen, der Kapitän spioniert herum. Sie müssen sich zurückhalten, bis ich meine Bemerkung beendet habe. Verständigen Sie die Besatzung von meiner Absicht, dann hat sie nicht das Gefühl, ausspioniert zu werden. Kapitän Burmeister, Kapitän Burmeister ist, wie ich ihn nur ungern in Erinnerung bringe, nicht mehr da. Bitte sehr, es war nur ein Rat. Ich dachte, Sie brauchen vielleicht Ihre Zeit, um den Umgang mit Passagieren zu erlernen. Mit den Passagieren werde ich schon zurechtkommen, denn das gehört zu den Dingen, die man lernen kann. Was man aber nicht lernen kann, Herr Meyer-Pollex, ist Takt. Und da schreiben Sie sich mal gefälligst hinter Ihre Ohren. Und behalten es da. Wie Sie sehen, sind die Zahlen hier nach dem Vorschusssystem nur im Gewinn- und Verlustkonto berücksichtigt. Aber die Posten oberhalb der Linie werden bei der nächsten Verrechnung nach unten gesetzt, sodass wir eine mittlere Bilanz ziehen können. Verstehen Sie? Auf der Martin Luther stand das alles in einer Kladde. Die war bei mir im Spind eingeschlossen. Alle Schiffe sind eben doch nicht gleich, Herr Kapitän. Darf ich jetzt bitten, hier vorschriftsmäßig zu unterzeichnen? Na, ich glaube, ich nehme die Bücher mit in meine Kabine, damit ich mich mit den Zahlen vertraut mache. Ach, misstrauen Sie mir? Ich habe die schon seit Jahren keine Kasse mehr ausgeraubt. Es liegt mir fern, Ihnen dergleichen zu unterstellen. Ich habe hier übrigens eine Liste Ihrer weiteren gesellschaftlichen Verpflichtungen während der Reise. Muss ich an diesen ganzen Veranstaltungen teilnehmen? Ja, das ist üblich. Der Kapitän eines Passagierschiffes ist eine Galionsfigur, die muss sichtbar sein. Wenn ich jetzt bitten darf, Ihre Unterschrift hier links. Ja. So, danke. Und jetzt auch noch die nächsten Seiten, bitte blanko. Wieso? Ja, dann brauche ich Sie für den Rest der Fahrt nicht mehr zu belästigen. Belästigen Sie mich ruhig. Ja, wir sehen uns dann heute Abend, Herr Kapitän. Bin sicher, dass Ihre Cocktailparty ein ganz großer Erfolg wird. Thank you.
Finden Sie nicht auch, dass auf jeder Party niemand so viel zur Unterhaltung beiträgt, wie diejenigen, die nicht anwesend sind? In dieser Hinsicht habe ich nicht viel Erfahrung, muss ich gestehen. Das ist eine reizende Party, Kapitän, ja. Nicht wahr? Ach ja, bitte um Entschuldigung. Als wir noch nicht reich waren, da haben wir uns geschworen, dass wir einmal eine Kreuzfahrt machen, wenn wir einmal Geld haben. Zum Glück ist es wieder ein paar mehr. Herr Konsul, ich freue mich, dass Sie... Nach dem Protokoll sollten Sie sich zur Begrüßung so lange am Eingang aufhalten, bis alle Ihre Gäste da sind, Herr Kapitän. Alle sind ja schon viel mehr da, als ich eingeladen habe. Ja, das hätten Sie ihm persönlich kontrollieren sollen. Der Kapitän hat dafür zu sorgen. Nach den Vorschriften der Gesellschaft bin ich nicht verpflichtet, von Ihnen Belehrungen entgegenzunehmen. Ja, natürlich nicht. Ich bin ja ein ganz gewöhnlicher Passagier. Ja. Abgesehen von der Kleinigkeit, dass mir das Schiff sozusagen gehört. Ja, und ich führe das Schiff. Ja, aber noch nicht lange, Herr Epps. Da geriet ich in einen Sumpf und begann zu versinken. Ich schrie um Hilfe, aber kein Mensch hat mich gehört. Das ist ja wahnsinnig. Ja, und wie sind Sie dann da wieder rausgekommen? Gar nicht. Bin ertrunken. Stellen Sie sich vor, Herr Kapitän, gestern hatte mein Mann so einen Klapp. Bitte? Ein Rausch. Ja, dass er sich ein Taxi nehmen wollte für die 100 Meter bis zu seiner Kabine. Ein Taxi? Ja. Ich gehe keinen Schritt zu Fuß, wenn ich einen getrunken habe. Darin bin ich eigen. Hallo, Herr Kapitän. Ach so, ja, Moment. Meine Damen und Herren, darf ich einen Augenblick um Gehör bitten? Silenzium, der Kapitän will eine Rede halten. Meine Damen und Herren, unser Schiff heißt Julia. Und ich bin Ihr Kapitän, der jetzt die vergnügliche Pflicht hat, Sie zu begrüßen und eine Verlobung anzukündigen. Ja, es hat sich nämlich ein Liebender gefunden, ein Romeo auf der Julia. Und eine Liebende, es handelt sich um Fräulein Breitenbach und... Wer sind Sie denn? Ich bin der Verlobte. Seit wann? Seit einer halben Stunde. Der andere ist out, Oskar Spitz. Dann wissen Sie auch, mein Herr, was Fräulein Breitenbach Ihrer Mutter versprochen hat. Selbstverständlich. Ihr Name? Oskar Maria Danzer. Dann gebe ich die Verlobung von Herrn Oskar Maria Danzer und Fräulein... Annette. Annette Breitenbach bekannt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Entzückend, wie Sie gesprochen haben, Kapitän. Wissen Sie eigentlich meine Kabine? Nein. 4, 3, 2. Heute nach der Diner, ja? Aber nicht wieder versetzen wie neulich. Na, das war nur wegen der Navigation, dass der Kurs nicht falsch ist. Hoffentlich. Heute ist der Kurs richtig. Herr Neher, Sie treten Ihre Wache 4 Minuten zu spät an. Haben Sie für Ihre Maskierung so lange gebraucht? Entschuldigung, ich dachte, der dritte... Außerdem hat uns Captain Burmeister gestattet... Ich möchte Sie bitten, pünktlich um Mitternacht zu erscheinen, wenn Sie eingeteilt sind, und zwar in Uniform. Jawohl, Herr Kapitän. Meyer-Pollex, ich habe Sie eben an Deck beobachtet. Ich war Luftschnappen. Muss ziemlich scharf gewesen sein, die Luft, so wie Sie aussehen. Übrigens, wo man hinsah, wurde Luft geschnappt. Die Moral der Passagiere hat uns nichts anzugehen. Aber die Moral meines ersten Offiziers geht mich etwas an, verdammt nochmal. Ich verbitte mir, auch im Namen der Dame, dass Sie meine gesellschaftlichen Kontakte unmoralisch nennen. Wir haben geplaudert. Ich möchte Sie bitten, die Vorschriften an Deck zu beachten. Wie kommen Sie dazu, sich in meine privaten Angelegenheiten einzumischen? Sie sind hier nicht als Playboy unter Kontrakt, Herr Meyer-Pollex. Ich glaube, Sie haben sich in der Kabine geirrt. Aber nein. Ich habe mir geglaubt, der Kapitän hat meine Kabine nicht gefunden. Sie kennen dieses Schiff noch nicht so lange. Ich muss Sie bitten, die Frau meine Koje freizugeben. Ist doch Platz genug für zwei. Na komm, komm, Edisch. Nein.
Bitte, bitte gehen Sie. Und wenn ich nicht gehe, rufen Sie dann um Hilfe. Naja, mir macht das nichts. Aber für meinen Kapitän wäre es sehr peinlich. Und ich will das nicht. Kriege ich zu trinken? Ja, im Salon nebenan ist eine große Auswahl. Nein, hier. Hier ist gemütlicher. Und jetzt setz dich einen Moment zu mir, Edesch. Dann gehe ich. Ich verspreche es. Ich muss Sie sehr bitten, Madame. Sag einmal, Ilona. Ich möchte gern hören. Ilona. Oh. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes. Und man erwartet von mir, dass ich meinen Offizieren mit gutem Beispiel vorangehe. Deshalb muss ich Sie ersuchen, meine Kabine so rasch wie möglich zu verlassen. Und ich habe geglaubt, dass alle Seeleute sind Piraten. Один чоколак нам чоколученьки. Was ist das? Das Sprachrohr zur Brücke. Ah. Nicht, nicht, bitte nicht. Lassen Sie das nicht an. Bitte und was nicht. Ist das? Nicht das hier. Nein, nein, bitte nicht das hier. Nicht. Gib mir. Nein, nein, nicht. Bitte, bitte, gib das mir doch hin. Lassen Sie es doch bitte sein. Etwas nicht in Ordnung, Herr Kapitän? Nichts, nichts, Herr Näher, nichts. Was sollte denn? Ich dachte, Sie hätten gepfiffen und dann glaubte ich, Ihre Stimme zu hören. Ach so, na wissen Sie, ich hatte so eine Art Albtraum und da rede ich manchmal laut im Schlaf. Tut mir leid, wenn ich Sie alarmiert habe. Sie haben schon geschlafen? Ja, ich bin wohl so, wie ich war. Bin ich wohl eingeschlafen, bin ich. Entschuldigen Sie, ich war nur besorgt. Dankeschön, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Kapitän. Schiff hat Aircondition. Trotzdem. Bitte bedecken Sie sich. Warum soll ich? Wenn das Ihr Mann wüsste. Erstens, er weiß es nicht. Zweitens, er ist sehr tolerant. Na, komm her, Edesch. Sollen Sie pfeifen? Bitte nicht. Nein, das ist gegen die Vorschrift. Was ist, Herr Kapitän? Hat man Sie angegriffen? Ja, Traum. Ich weiß nicht, muss geträumt haben. Vielleicht ist es auch nur die Hitze. Ach, bitte, Herr Näher, wollen Sie nicht den Rock vielleicht auch ein bisschen ablegen? Vielleicht kann man in solchen Nächten die Vorschriften etwas lockern. Danke, mir ist ganz kühl, Herr Kapitän. So. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten Sie mal was nehmen, Herr Kapitän, was beruhigt. Ich werde den Doktor wecken. Nein, das ist bestimmt nicht notwendig. Was ist denn das? Ich höre nichts. Da singt doch jemand. Ja, kommt vielleicht aus der Bar. Die hat längst geschlossen. Ja? Nein, ich höre nichts. Näher. Das ist ein Irrtum. Du bist feig. Edesch Tengeri Medve. Gute Nacht.
Herr Kapitän. Sie haben ja gar nichts gegessen. Oh, das geht doch nicht. Da fallen Sie mir ja vom Fleisch. Keinen Appetit, Kümmel. Fühl mich nicht gut. Dürfte ich Herrn Kapitän fragen, wem dieses Armband gehört? Damit ich es der Dame diskret zurückstellen kann. Tja, woher soll ich das wissen? Legen Sie zu den anderen Überbleibseln der Party, die Dame wird sich sicher melden. Verzeihen Sie vielmals, Herr Kapitän, aber ich fand dieses Armband in Ihrer Schlafkabine, unter dem Kopfkissen. Aha. Ja. Da ist es. Ist es möglicherweise irgendwie dahin gekommen. Ne? Mit allem Respekt, Herr Kapitän, aus verschiedenen Gründen wäre es das Beste, wenn ich dieses Armband persönlich zurückbringen würde. So. Otto. Herr Kapitän. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Jawohl, Herr Kapitän. Es war heute Nacht eine Frau in meiner Kabine. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kapitän. Kein Anlass. Sie kam ungebeten und schied. Ich meine, sie ging dann wieder, ohne dass ich, beziehungsweise dass wir, war sie dann fort. Verstehe, Herr Kapitän. Sagen Sie, Kümmel, ist das immer so, dass der Kapitän diesen körperlichen Angriffen ausgesetzt ist? Oh, ja, ja, sehr oft. Wie soll ich dann meinen Offizieren gegenübertreten, wenn der Anschein entsteht, dass ich das Leben eines Wüstlings führe? Darf ich fragen, ist der Kapitän mit einer lieben Gattin und Kinderchen gesegnet? Herr Kapitän, ich habe hier ein Foto von meiner Nichte. Und Ihren zwei Jungen. Stellen Sie es doch einfach hier auf den Schreibtisch, um die Bienen gewissermaßen zu verscheuchen. Glauben Sie, dass das als Abschreckungsmittel hilft? Hm, besser als nichts. Dann danke ich Ihnen, Kümmel. Und jetzt noch den Namen der Dame. Frau Portalmaschi. Was soll das heißen? Herr Kapitän, ich... Na? Herr Kapitän, ich weiß nicht, ob ich in diesem Falle standhaft geblieben wäre. Otto. Herr Kapitän. Aus. Das ist ein Straight Grain. Das wird Sie vielleicht interessieren, nicht wahr? Also eine Straight Grain, das ist für einen Pfeifenraucher, ist das wie nie Liebte, you know. Und ich bin Pfeifenraucher, das wollte der liebe J. Nicht umsonst habe ich seit 20 Jahren eine chronische Bronchitis. Was schreiben Sie da eigentlich da? Ich bereite eine Übersetzung vor. Warum das denn? Beruflich. Ah, darf ich mal sehen. Also, das kann ich nicht lesen, ist ja kyrillisch. Nein, griechisch. Pindaros von Thebai, Olympische Oden. Ach ja, davon verstehe ich nichts. Da beschäftige ich mich lieber mit meinen Pfeifen, zum Beispiel mit einer Kalebasse. With a superb Turkish tobacco. Verzeihung, liebe Frau, es ist soweit. Ich wollte Sie zu einer Besichtigung der Brücke abholen. Das war doch Ihr Wunsch. Ja, gern. See you later. Danke für den Rettungsanker, den Sie mir geworfen haben. Es war mir ein Vergnügen. Herr Kapitän, ich bin empört. Dies hier hat ein unverschämter Mensch meiner Tochter zukommen lassen. Bitte lesen Sie. Ich stehe auf der stillen Wacht, gedenke deiner Brüste. Mhm. Ach, wäre es schon Mitternacht, die Stunde unserer Lüste? Dem Text nach muss es eine Ihrer Offiziere gewesen sein. Das halte ich für ausgeschlossen, gnädige Frau, aber ich entschuldige mich. Bitte. Mensch, klasse, Manu. Ist das genug? Im Augenblick schon. Es gibt ja gleich Mittagessen. Ja, wer bist du denn? Ich bin Patricia. Oh, das ist aber ein schöner Name. Ich fand ihn doof. Ja? Wie alt bist du? 9, und du? Das brauchst du nicht zu wissen. Du bist doch der Kapitän, oder? Ja, da bin ich. Und was machst du? Na, zum Beispiel herausfinden, wohin das Schiff fährt und so weiter. Kochst mein Drink, Herr Kapitän? Mhm. Kurz oder lang? Limonade, weil es Vormittag ist. Zitrone? Okay. Zitrone, bitte. Bist du immer noch so kalt? So kalt? Kommst du darauf? Weil ich gehört habe, dass du ein Eisblock bist. Wo? Auf dem Klo hat eine Frau zu meiner Mami gesagt, der Kapitän ist ein Eisblock. Danke.
Hand anlegen? Die Einspritzpumpe an der A. Bevor ich Ihnen Mike gebe, das erkläre, bin ich schon fertig. Ah, ja. Verdammt heiß, was? Ah. Wie wär's mit dem Drink? Sag ich nicht nein. Ich hätte Sie längst einmal zu mir bitten sollen. Bitte nehmen Sie doch schon Platz. Auf der alten Luther bin ich mit meinem Ingenieur jahrelang bei jeder Mahlzeit zusammengesessen. Aber auf diesem Schiff hat man ja für sowas nicht Zeit. Weiß schon, was Sie alles am Hals haben. Scheißspiel, was so ein Captain manchmal mitmacht. Allein mit den Passagieren. Hm, muss. Ja, da haben Sie wohl recht. Dabei ist es immer mein Wunsch gewesen, mal Kommandant eines Passagierschiffes zu sein. Schon als kleiner Junge. Am schlimmsten ist ja dieser Carstens. Ach, der Konsul. Der steckt doch seine Nase überall rein. War sogar bei mir im Maschinenraum. Meckerte da rum. Hab ihm einfach den Hintern zugedreht. Lassen Sie von dem Kerl bloß nichts gefallen. Na ja, schon, aber in seiner Position ist meine Machtbefugnis einigermaßen... Na ja. Prost. Prost. Ich bin kein Trinker, Oldenburg. Nehmen wir einen. Mich brauchen Sie nicht zu fragen. Kann wirklich von einer Fahrt zur anderen ohne einen Tropfen auskommen. Obwohl ich zugeben muss, dass es Gelegenheiten gibt, wo ein Glas Alkohol nicht fehl am Platz ist. Klar, die Maschine muss ab und zu geschmiert werden. Ja. Darby? Ja. Sind Sie eigentlich verheiratet, Captain? Nein. Ja, Frau und Kinder. Ach, ist schon was Feines, so eine Familie. Ich verstehe mich großartig mit meiner Alten. Wahrscheinlich, weil ich sie so selten sehe. Ja. Die Jungs sehen ihn aber ähnlich. Ach ja? Unsere Weiber sollen leben. Ja, auch unsere Weiber. Friedrich, trink nicht so viel. Da jetzt müsst dann gar nicht trinken. Wissen Sie, als wir noch nicht reich waren, da haben wir uns geschworen, dass wir einmal eine Kreuzfahrt machen, wenn wir einmal Geld haben. Wieder da hockt einer, der weiß es noch nicht. Du bist ja ganz schwarz, unten. Du musst halt den Deckel ganz wegnehmen. Hä? Ah ja, blöd. Jetzt musst du aber stillstehen, sonst bist du ganz verschwommen. Du musst halt richtig einstellen. Ah ja. Ah, ja. Jetzt wird es scharf. Jetzt lach ein bisschen. So, jetzt gehe ich von dir weg, über die Leuen rüber. Und aufs Schiff zu. Jetzt tue ich sumsen. Hol, das umst du. Das ist dein Duft, du. Hey, Mann.
gib Acht, Schwerer, gib Acht. Acht sollst du geben, Seemann. Was? Seemann, gib Acht. Horch, was der Wind und das Meer dir sagt. Das ist schön, was? Das ist schön. Oldenburg, du, ich weiß, ein Riesenspaß. Wir dampfen jetzt ab und lassen die verdammten Passagiere an Land zurück. Oh, das wäre nicht recht. Nein, das wäre nicht recht. Ja, vielleicht, vielleicht nicht, aber eine Idee wäre es schon. Unsere Korallen in Friedrich. Steh. Jäschen. Oh, wir haben kein Whisky mehr. Trinkst du auch was anderes? Ja? Ja. Trinkst du eine andere Sorte? Ja, rum. 75%. Ja. Ich komme. Macht euch bereit. Die jetzige Tier in die Ewigkeit. Olli, ich muss dir ein Geheimnis anvertrauen. Ja, Kapitän, du bist blau. Nein, ich trinke ja nicht. Was anderes. Neulich habe ich ein Weibsbild in meiner Kabine gehabt. Eingeschlichen. Hat sich eingeschlichen. Halbnackt. Und dann nackt. Und dann nicht. Nicht? Hat sich wieder weggeschlichen. So ein Luder. Ja, infam. Also wir müssen hier die Weiber zusammenhalten, die Sachen. Ja. Und sonst fertig. Fertig. Bist du fertig? Fertig. Gestatten Sie mir auch das ganz Spezielle von einem Kapitän. Du das Leben. Cheerio. Olli, ich muss mich bei dir bedanken. Das war meine schönste Stunde auf diesem Schiff. Du verstehst mich, du bist der Einzige. Du und der Kümmel. Danke dir. Na? Bitte. Seemann, gib Acht! Horch, was der Wind und das Meer dir sagt. Oldenburg, auf bald! Auf bald, Captain! Oh, Madame! Guten Morgen, Kapitän! Guten Morgen, ergebener Diener! Ist es erlaubt, einen Augenblick Platz zu nehmen? Selbstverständlich, gerne. Ja. Oh, Sam. Schön, wenn alle von Bord sind. So ruhig. Ich hab das gern. Ja, ich auch. Wir beide sind ganz allein. Kapitän, Sie haben keine Schuhe an. Was? Tatsächlich? Ja, das kommt eben davon. Wovon? Ach, von dem Scheißspiel kommt das, dass man mitmacht. Hat sich jemand geärgert? Ja, ich weiß, dass mich niemand leiden kann, nur der Kümmel. Wer? Mein Stuart und der Oldenburg. Ja, der auch. Aber sonst macht das niemand was aus, wenn ich tot bin und im Seemannsgrab. Der Erste würde sich sogar freuen, damit er meinen Posten bekommt. Aber der kriegt nicht, das schwöre ich Ihnen. Sie haben ein bisschen getrunken, Ein bisschen? Ich bin stockbesoffen und zu klein. Das ist eine Schweinerei. Ist das von einem Kapitän? Ist das? Sie brauchen sich keinen Vorwurf zu machen. Wer soll es Ihnen verübeln, wenn Sie Ihren Ärger mal richtig hinunterspülen? Ja, mit Whisky. Mit Whisky, da hat niemand was dagegen. Ja, Sie verstehen mich. Lassen Sie mich Ihre Hand halten. Wo ist sie denn? Ach, da. Da. Sie sind sehr reizvoll, Frau Lund. Oder darf ich Ilona sagen?
Sie dürfen Claudia sagen. Verzeihung. Ich verdammter Idiot, wie konnte ich das nur vergessen? Das ist der Alkohol. Ja, der Alkohol ist das, Wilhelm. Wie bitte? Ich heiße Wilhelm. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie jetzt in Ihre Kabine zurückgehen, Wilhelm. Warum? Warum? Der Steward wird gleich mit meinem Tee erscheinen. Was hat das mit uns zu tun? Ich denke doch, dass es besser wäre. Nein, ich will hier bleiben bei Ihnen. Ich begleite Sie zu Ihnen hinauf. Ja, das ist schön. Das ist schön. Oh, ja. Ja. Mein Frauchen. Mein Frauchen, mein Klein, Claudia. Wie? 13. Ja, hast du mir gesagt, die sehen mir ähnlich. Hm. Wo ist denn nun Ihr Bett? Bitte, bitte nicht. Mein Bett dürfen Sie nicht in den Mund nehmen. Sie wären übrigens nicht die Erste drin. Davon bin ich überzeugt. Ja. Kommen Sie, Kapitän. Hier. Meine Bolle, jetzt bekommt das Schiff nicht, wenn ich tot bin. Niemals. Vorläufig sind wir noch nicht tot. Hm. Nur müde. Sie müssen sich ein bisschen ausruhen. Wilhelm ist müde. Eine herrliche Insel und so romantisch. Da liegt die Liebe an der Luft. Wir haben noch eine halbe Stunde. Sagen Sie, Herrn Kapitän, alle Mann an Bord, Brücke erbittet Erlaubnis zum Auslaufen. Herr Kapitän, alle Mann an Bord. Na, was ist los? Brücke erbittet Erlaubnis zum Auslaufen. Ach so, ja. Ab, volle Bulle! Volle Kraft voran! Aber jetzt ist Schluss jetzt. Jetzt will er weiterstehen. Wo bleibt denn der Kapitän? Ich vermute ihn auf der Brücke. Hier gibt es sehr viele Inseln, Konsul. Jede Seemeile eine. Da vermute ich, dass er vielleicht selbst die Navigation... Das möchte ich ihm auch geraten haben, dass er auf mein Schiff aufpasst. Bringen Sie meinen Salat, Steward, ja. Sagen Sie, Konsul, begleiten Kapitänsfrauen eigentlich niemals ihre Männer? Nun, das kommt schon vor, danke. Aber bei Epps ist es ja schlecht möglich, nicht wahr? Wieso nicht? Na, weil er ja nicht verheiratet ist. Sind Sie da sicher? Aber ich kenne seine Papiere ganz genau. Er war es noch nie. Was ist zum Teufel in mich gefahren, Köbel? Was habe ich mir für Mühe gemacht, meinen guten Ruf zu wahren? Und was tue ich? Ich besauf mich vor Anker liegend. Der Kapitän ist beim Auslaufen nicht auf der Brücke. Glück, dass der Näher oben war, was? Ja, das hätte schief gehen können, Herr Kapitän. No. Voll wie 1000 Mann. Und was das Schlimmste ist, ich belästige auch noch Damen. Das eine zieht das andere oft nach sich, Herr Kapitän. Hm. Wie soll ich Frau Lund noch unter die Augen treten? Nach den gestrigen Vorfällen. Ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Oh, meine sehr verehrte, wie kann ich Ihnen nur, bitte nehmen Sie doch Platz, wie kann ich Ihnen nur mein Verhalten erklären und wie kann ich Ihnen versichern, dass ich gestern nicht bei Sinnen war und wie kann ich mich, bitte nehmen Sie doch Platz, wie kann ich mich entschuldigen? Bitte, lieber Kapitän, machen Sie sich doch wegen gestern keine Sorgen. Sie waren reizend. Ach. Darf ich eine Zigarette? Na ja, selbstverständlich, natürlich. Ich entsinne mich, bitte bemühen Sie sich nicht. Ich entsinne mich mit tiefer Beschämung, Madame, dass ich Sie mit meinen Komplimenten gestern belästigt habe. Das war keineswegs eine Belästigung. Und dann, ich habe Ihnen nur ein bisschen geholfen. So, wie Ihre Frau Ihnen geholfen hätte. So, meine Frau. Ja, richtig. Frau Lund. Claudia, das war verabredet. Claudia, Sie sind sehr gütig. Ich möchte... Ich möchte Ihnen etwas sagen. Kann ich Feuer haben? Oh ja, selbstverständlich, natürlich. So.
möchte, nämlich... Sie sind gestern Abend vermisst worden. Wirklich? Von wem? Na, besonders von Ihrem speziellen Freund. Ach, na und? Er war dann ganz zufrieden, wie ich ihm sagte, dass Sie keine Zeit haben, dass Sie auf sein Schiff aufpassen müssen. Haben Sie gesagt? Mich reizend von Ihnen. Bedanke mich. Ja, ich, würden Sie mir die Ehre erweisen, heute Abend nach dem Dinner ein Gläschen Champagner mit mir zu trinken? In der Bar? Es ist üblich, dass der Kapitän in seiner Kabine empfängt. Es war mir eine besondere Ehre. Ganz meinerseits. Schade, dass die Reise bald zu Ende ist. Man trennt sich, Sie vergessen mich. Nein, nein. Schließlich ist das Ende einer Reise nicht das Ende von... Und Ihre Familie? Ihre Kinder? Ihre Frau? Ja, trotzdem. Verzeihung, es ist indiskret und geht mich natürlich gar nichts an. Aber gibt es mit Ihrer Familie irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, nur in gewissen Punkten sozusagen. Ihre Frau muss Ihnen doch manchmal wie eine Fremde vorkommen. Tja, vollkommen fremd. Als hätte ich Sie nie gesehen. Warum lachen Sie? Wer aus diesem Becher trinkt, den erfasst zugleich die Sehnsucht der schön begrenzten Aphrodite. Oh, das ist schön. Na ja, ich weiß, dass Sie das wissen. Ist ja Ihr Beruf. Das wissen Sie? Hab mich erkundigt. Wirkt auf die Mannschaft wie eine Gehaltserhöhung. Na, du kleines Miststück. Gießt man dem Kapitän Limonade auf die Mütze? Ich bin eben schlecht erzogen. Aha. Schönen guten Morgen, Herr Meyer-Pollex. Prächtiger Tag heute, was? Guten Morgen, meine Herren. Morgen, Herr Kapitän. Nein, näher. Kennen Sie die Geschichte vom Ollen Tirpitz? Nein, Herr Kapitän. Der Olle Tirpitz war schon 60 und wollte eine 17-Jährige heiraten. Da... Ja. Ja? Herr Kümmel bittet Sie, in Ihre Kabine zu kommen, Herr Kapitän. Was liegt vor? Er sagt, es sei was Persönliches. Melde, Herr Kapitän, habe bei der Kontrolle der Boote diese Person hier aufgegriffen. Blinder Passagier. Danke, Bosen. Sie können gehen. Sie auch, Kümmel. Jawohl, Herr Kapitän. Na, setzen Sie sich schon. Wie kann man nur als blinder Passagier eine Kreuzfahrt mitmachen? Da hat man doch nichts davon. Ich habe das bloß aus beruflichen Gründen gemacht. Ich will Journalistin werden. Und da wollte ich für die Aufnahme im Seminar eine lustige Reportage über... Und Geld hatte ich eben keins. Sagen Sie mal, Fräulein, wir sind nun schon über 8 Tage unterwegs. Haben Sie denn so viel Proviant mitgenommen? Nein. Es hat mir jemand... zu essen und zu trinken gebracht. Wer? Das kann ich nicht sagen. So etwas Ähnliches ist auf der Fähre Dover-Calais auch schon mal vorgekommen. Herr Kapitän, Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Auch schon gesehen, Herr Epps, dass Ihr Pfisternöhlchen hier versteckt hat. Das ist doch alles Quatsch. Mein Name ist Evelyn Moll. Ich bin blinder Passagier und soeben erwischt worden, damit Sie es genau wissen. Ja, von mir in der Kabine des Kapitäns. Also, das dürfte ja wohl einmalig in den Annalen der Reederei sein. Hm? Schabarte, Ihre Äußerung? Was passiert jetzt? Ich werde dieses junge Mädchen weder ins Meer werfen lassen, noch werde ich sie in Piräus ohne Geld an Land setzen. Aber ich bestehe darauf.
Was auf diesem Schiff geschieht, bestimmt immer noch der Kapitän. Und ich habe die Belange meiner Gesellschaft zu wahren. Verstanden? Die Lösung ist sehr einfach. Ich bezahle die Passage aus meiner Tasche. Immer Kavalier, naja. Wer das Vergnügen hat... Dann sind wohl die Belange der Gesellschaft gewahrt. Nun ersuche ich Sie unverzüglich, meine Kabine zu verlassen. Ich habe mit der jungen Dame die Unterbringungsfrage zu besprechen. Ja. Ja. Die Sache hat Folgen, Herr Epps. Merken Sie sich das. Scheißkerl. Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, zum Kommando eines Schiffes zu kommen, dann wäre es die gewesen. Und was passiert? Man setzt mir diesen Heini vor die Nase. Aber nein, mein Lieber, ich spiele da nicht mit. Ja, was willst du jetzt machen? Ich gehe in Pension. Und wovon willst du leben? Ich suche mir eine von den reizenden Damen aus, die ohnehin nicht wissen, wohin mit dem vielen Geld. Aber du weißt es. Klar. Da, Herr Brittel. Herr Konsul, was kann ich für Sie tun? Sagen Sie, Herr Brittel, hat der Epps in den letzten Tagen irgendeine Zahlung an Sie geleistet? Ja, der Kapitän hat gestern einen Scheck reingegeben. Aha. Wo ist das verbucht? Ich möchte das mal sehen. Entschuldigen Sie, Herr Konsul, aber ich bin nicht befugt, Ihnen Einsicht in die Bücher zu gewähren. Also Sie wissen doch, dass mir in jeder, aber auch in jeder Hinsicht Auskunft zu erteilen ist, nicht? Na gut. Hier. ...2844 für eine gewisse Evelyn Moll. Ah, ja. Ja. Na, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Wieso? Sie bringen die Betrag einerseits gut und hier stornieren sie wieder. Also offenbar hat Epps sein Geld doch zurückgekriegt, nicht? Nein. Nein? Ja, dann ist das Unterschlagung, Herr Zahlmeister. Das ist doch wohl klar. Wollen Sie sich bereichern? Aber niemals. Sehen Sie, der Kapitän hat doch die Journalseite selber abgezeichnet. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Also wenn der Kommandant eines Schiffes unregelmäßige Buchführung zulässt und das durch seine Unterschrift auch noch bestätigt, dann... Was dann? Da hat doch die Gesellschaft jede Möglichkeit, falls das gewünscht wird. Brittel, na, Sie sind mir ja vielleicht ein Schlitzohr. Friedrich, fangt das schon wieder an? Du bist schuld. Ausgerechnet ein solches Kostüm muss sie mir besorgen. Dabei wollte ich als Tarzan kommen. Weidmanns Dank. Sogar zusammen. Ist es nicht wundervoll? Ja. Ich dachte, Frau Madame kann vielleicht beten. Ach. Eigentlich hat sie recht. Wollen wir aufhören? Und nicht noch mehr. Ich bin voller Andacht, you know. Wo wohnen Sie in England? In Wiltshire. Daddy hat dort vergangenes Jahr ein Schloss gekauft, weil es ganz in der Nähe seiner Fabriken liegt.
Wohl eines Mannes zu trinken. Dreimal dürfen Sie raten, auf wen? Natürlich auf den Mann, der uns gefahrlos durch Wind und Wellen und Wasser Wellen. Ein Mann, der durch und durch ein Mann ist, vor dem ich jederzeit meinen Hut abnehme. Ich trinke auf das Wohl unseres Kapitäns. Ich freue mich für Sie, Wilhelm. Und über den guten Abschluss Ihrer, darf ich sagen, Jungfernfahrt? Ja, das darf man. Dankeschön. Ich bin übrigens Sally Pritchett. Maya Hollis. Sie haben nicht etwa irgendwie mit den Pritchett-Motoren zu tun? Doch. Daddy fabriziert eine ganze Menge Triebwerke für Flugzeuge. Wie geht es Ihrem Vater? Daddy ist schon über 70. Deswegen möchte er natürlich, dass ich möglichst bald heirate, damit jemand das alles übernimmt. Allein bin ich dann viel zu dumm dafür. Oh, Sie sind gar nicht dumm. Sie sind entzückt. Finden Sie auch, dass es sehr laut ist? Wollen wir ein bisschen weggehen? Ja. Ja, ich hätte gern... Mensch, bitte. Das ist nämlich so, liebe Claudia, dass ich Ihnen etwas ganz Spezielles zu sagen habe. Nachdem Sie nun gebührend geehrt worden sind, sollten Sie sich besser mal mit den Abrechnungsbüchern beschäftigen, Herr Kapitän. Wie soll ich das verstehen? Na, die Gelegenheit ist günstig, einiges hinzubiegen. Der Zahlmeister sitzt in der Bar, das stört Sie nicht, wenn Sie was radieren wollen. Meine Stellung verbietet mir, Sie jetzt zu ohrfeigen. Spielen Sie sich nicht auf, Herr Epps. Die krummen Buchungen sind von Ihnen unterschrieben. Wir brauchen doch wohl nicht zusammen, was das bedeutet. Ist das nicht eine unglaubliche Unterstellung? Ich weiß, was ich weiß. Die Weichen auf diesem Schiff, die stelle ich, da können Sie sich drauf verlassen. Alle Achtung! Folgen Sie mir sofort in Ihr Büro. Außerhalb der Dienstzeit? Kommt doch gar nicht in Frage. Das ist ein Befehl. Sie haben mir nichts zu befehlen. Sie haben hier bald überhaupt nichts mehr zu befehlen. So, dann sage ich Ihnen hier vor allen Leuten, dass Sie ein Schwein sind, Herr Brittel. Sagen Sie das doch noch mal. Jawohl, ein Schwein. Oh. Meine Damen und Herren, ich muss um Entschuldigung bitten, aber es war unvermeidlich. Damit sind Sie disqualifiziert. Ein Kapitän, der seine Beherrschung verliert, ist indiskutabel. In solchen Fällen fände ich kein Pardon. Ah, hier sind Sie, Herr Kapitän. Entschuldigung. Die gnädige Frau sucht Sie überall. Darf ich ihr sagen, dass Sie hier sind? Nein, nicht jetzt. Ich werde Frau Lund morgen früh sehen. Sagen Sie, Kümmel, bin ich Ihnen ein guter und gerechter Kapitän gewesen? Hab nie einen besseren gehabt. Ehrlich. Danke. Verstehen Sie, dass ein Mann meines Alters auch mal vollkommen die Beherrschung verlieren kann? Nur zu gut, Herr Kapitän. Man hat ihn ja übel genug mitgespielt. Das ist wahr, aber ich muss trotzdem die Konsequenzen ziehen. Komme eben um meinen Rücktritt ein. Herr Kapitän, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ihnen helfen? Mann über Bord! Sie sind betrunken. Ja, nein, wenigstens nicht stark. Jemand ist über Bord gegangen. Eine Dame von unserem Tisch. Lund? Nein. Wer denn? Die Ungarin. Ich habe sie noch kurz vorher gesehen, kurz bevor es passiert sein muss. Sie stand an der Reling und tobte. Dieser Schuft, sagte sie. Ich springe über Bord, hat sie gesagt. Ja, das waren ihre letzten Worte. Ich will ihr einen Cognac holen und wie ich zurückkomme, ist sie fort. Übers Bord hinaus. Ich meine, über Bord. Weg. Hier spricht der Kapitän. Bitte rufen Sie Frau Porter-Almaschi aus. Sie möchte sich sofort bei der Information melden. Danke.
Hier spricht der Kapitän. Bitte verständigen Sie die Bordwache. Eine Frau Pochler gesucht. Sie trägt ein Nonnenkostüm. Danke. Das Nonnenkostüm lag am Zettel 8 an der Kapitän. Kümmel, der Steward soll in der Kabine von Frau Pochler nachsehen. Vielleicht ist sie ja schlecht geworden. Jawohl, Herr Kapitän. 432. Achtung, bitte. Herr Kapitän von Information. Frau Porte Almaschi hat sich nicht gemeldet. Bin auf der Brücke. Jawohl, Herr Kapitän. Sie möchten sich bitte sofort hier einfinden, Herr Meyer-Polex. Herr Meyer-Polex lässt sagen, er sei momentan beschäftigt. Er werde kommen, sobald es ihm möglich sei. Er soll sich sofort heraufscheren, verdammt nochmal. Ist ja jeder hier an Bord übergeschnappt? Der Kapitän besteht darauf, dass Sie sofort kommen. In der Kabine von Frau Porte war niemand. Das lag unberührt auf dem Bett. Maschinenstopp. Herr Nehr, wir müssen Gegenkurs aufnehmen. Bitte teilen Sie unsere Position mit und verständigen Sie alle in der Nähe befindlichen Schiffe. Jawohl, Herr Kapitän. Tauchen Sie das an seinen Platz zurück. An die Reling. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir müssen eine Suchaktion durchführen. Deshalb werden die Lichter vorübergehend gelöscht. Ich bitte um Ihr Verständnis. Was gibt's denn? Frau Porte Almaschi hat aller Wahrscheinlichkeit nach Selbstmord begangen, indem sie über Bord sprang. 220. Was? Ich habe mir gedacht, dass diese Nachricht Eindruck auf Sie machen wird. Wann haben Sie Frau Porte zuletzt gesehen? Gegen Mitternacht. Hatten Sie eine Auseinandersetzung? Antworten Sie. Es gab eine Szene. Die Frau ist ja total hysterisch. Das wird gegebenenfalls vor Gericht ein schlechtes Licht auf Sie werfen. Ich glaube, Sie würden auch nicht allzu gut dastehen, Herr Kapitän. Schließlich war Frau Porte auch in Ihrer Kabine. Ach, Steuerbordmaschine halb und wissen Sie? Ja. Das ist der schönen Dame so herausgerutscht. Da ich sowieso die Absicht habe, das Kommando dieses Schiffes abzugeben, kann ich erst damit aufhören, Sie als einen Herrn zu behandeln. Was ich, Idiot, bisher getan habe. Sie sind nämlich eine Null, Herr Meyer-Polex. Das brauche ich mir vom Kapitän eines drittklassigen Frachters nicht sagen zu lassen. Verlassen Sie sofort die Brücke. Seit 2 Stunden läuft die Suchaktion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie erfolgreich sein wird. Nehmen Sie wieder Kurs auf, Herr Nehr. Ich bin in meiner Kabine. Jawohl, Herr Kapitän. Danke, meine Herren. Nehmen Sie wieder Kurs auf. Hat wirklich Pech da heute. Was? Du schon wieder? Ich hab Zeugenhunger. Und da streunst du mitten in der Nacht auf dem Schiff herum? Ja. Weißt du nicht, wie gefährlich das für so ein kleines Mädchen ist? Was sagen deine Eltern dazu? Nichts, sie sind besoffen. Aha. Du kommst ausgerechnet in meine Kabine? Weil du der Kapitän bist und die Frau mich hierher geschickt hat. Die Frau? Welche Frau? Dieselbe, die gesagt hat, dass du ein Eisblock bist. Wo ist die denn? Das sage ich nicht. Bitte, Patricia, sag es doch, ja? Ich muss es unbedingt wissen. Ich habe erst noch Hunger. Und dann nimm dir noch eins. Ich würde es nehmen. Ja. Hier. Bist du sicher? 501. Stuart! Bitte aufmachen. Hier spricht der Kapitän. Sofort aufmachen. Schließen Sie auf. Ja, was fällt Ihnen denn ein, in meine Kabine einzudringen? Oh, ehe der Stenger im Bett wäre, das tut nicht ein Kavalier. Die Tatsache, dass ich Sie mit einer Dame in Ihrer Kabine angetroffen habe, ist keine Angelegenheit, die mich zu einem offiziellen Bericht verpflichtet. Wenn ich auch nicht daran zweifle, dass diese Geschichte, besonders bei Ihrer bedeutenden Persönlichkeit, in der Gesellschaft einigen Wirbel verursachen würde, gäbe ich Sie bekannt. Gewiss. Also das leuchte ich nicht. Ganz von der Wirkung auf Ihre Gattin zu schweigen. Meine Frau. Meine Frau, das ist eine Frau von äußerst lebhaftem Temperament und manchmal auch nicht als verantwortlich für ihre Reaktionen. Es wäre wohl das Beste.
Herr Kapitän, wenn diese kleine Affäre, ich meine, ein Geheimnis zwischen uns bliebe. Wir nähern uns am Ende der Fahrt, wir müssen als gute Freunde scheiden, you know. Hier ist meine Hand. Einen Moment. Einen Moment. Als Kapitän dieses Schiffes bin ich gezwungen, volle und wahrheitsgemäße Rechenschaft darüber abzulegen, warum wir in der vergangenen Nacht den Kurs geändert und auch warum wir den alten Kurs wieder aufgenommen haben. Ein Weglassen oder Verfälschen der Tatsachen zieht schwere Konsequenzen nach sich. Ich werde daher eine korrekte Eintragung in das Logbuch vornehmen, und zwar sofort. Warten Sie doch. Ist es denn unbedingt nötig, dass Sie alles so absolut rücksichtslos zu Papier bringen? Meine Gewissenhaftigkeit erfordert es. Aber doch nicht jedes Detail. Bis in das letzte Detail. Einschließlich jenes bemerkenswerten Anblicks. Herr Kapitän, ich bin ein Mann, der bei der Schifffahrtsgesellschaft den größten Einfluss hat. Das muss ich Ihnen nicht beweisen. Ich bin imstande, selbst über Herrn Andersen hinweg Begünstigungen zu erteilen. Aha. Jetzt beginnen Sie endlich zur Sache zu kommen. Das kann ich für Sie tun, Epps. Setzen Sie sich an meinen Schreibtisch, Carstens. Ja. Warum das denn? Bitte. Als erstes möchte ich, dass Sie ein Kabel senden. Andersen Reederei Hamburg. Text. Reise prächtig. Schiff erstklassig. Kapitän Epps ausgezeichnet. Kapitän Epps ausgezeichnet. Mhm. Gratuliere. Ich gratuliere. Mhm. Carstens. Carstens. Sind Sie nun zufrieden? Fast. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie darauf hinwirken, dass Zahlmeister Prittel fristlos entlassen wird. Einverstanden. Außerdem finde ich, dass meine Bezüge als Kapitän eines so schönen Schiffes wie der Julia nicht angemessen sind. Einverstanden. Sie werden entsprechend erhöht. Danke. Des Weiteren bin ich der Ansicht, ja, dass Ihre Zigarren ausgezeichnet sind. Das freut mich. Darf ich Ihnen ein Kistchen davon herüberschicken? Einverstanden. Dann können wir jetzt die Freundschaft zwischen uns beiden, die Sie vor wenigen Minuten... Dankeschön. Vor wenigen Minuten in Aussicht stellt und verwirklichen. Ein festes Band verknüpft uns sozusagen. Jedenfalls haben wir eine Sache gemeinsam. Fast. Welche? Oh, das ist ein Scherz, ganz für mich privat. Übrigens, sollten Sie je in Versuchung kommen, Ihr Kabel zu bestreiten, dann rufen Sie sich das Logbuch der Julia ins Gedächtnis. Ich kann jederzeit auch später nachträgliche Eintragungen darin vornehmen. Sie können sich auf mich verlassen. Besten Dank. Vielleicht werden wir in Zukunft wieder einmal zusammen segeln. Herr Kapitän, eins ist sicher. Ich werde nie mehr den Fuß auf die Planken eines Schiffes setzen, auf dem Sie sich befinden. Schade. Ich empfehle mich. Herr Epps, Sie sind ein Teufelskerl. Verbindlichen Dank. Kapitän Epps ausgezeichnet. Wir fahren wieder einmal, gell, Friedrich? Klar will sein. Aber das nächste Mal trinken wir nur ein Blötchen Wasser. Wenigstens du, Schätzli. Achtung, Achtung! Wir bitten alle Passagiere, sich für die Ausschiffung, die in einigen Minuten beginnt, bereit zu machen. Ladies and Gentlemen, attention please. Oh. Meine liebe Claudia. Freut mich ungemein. Ich. Muss Ihnen ein Geständnis machen. Es handelt sich darum, wir kennen uns ja erst seit ganz kurzer Zeit. Aber trotzdem sind wir. Was ich Ihnen sagen möchte, lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. In einem ganz anderen. Besonders erfreulichen. Ich
Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kapitän. Kümmerlich, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Bitte, Herr Kapitän, ich glaube, es handelt sich... jemand möchte sich unbedingt persönlich von Ihnen verabschieden. Muss das sein? Herr Kapitän, das ist eine sehr wichtige Sache. Mhm. Ein Augenblick, liebe Claudia. Ich bin gleich zurück. Herr Kümmel, wir bleiben doch zusammen, nicht? Und wenn Sie einen Wunsch haben, dann sagen Sie es. Wollen Sie sich einen Kasten Bier holen auf meine Rechnung? Danke, Herr Kapitän. Aber wir rühren doch auf See keinen Tropfen an, nicht wahr? Kümmel, das will ich überhört haben. Jawohl, Herr Kapitän. Und wer will sich nun von mir verabschieden? Das Armband. Hallo, Kapitän. Sie hatten sich gar nicht von mir verabschiedet, Edas. Doch, doch. Ich muss mich aber Ihnen bedanken. Bedanken? Wofür? Na, das war eine Überraschung. Überraschung? Im richtigen Moment. Sie haben mir doch das Kind geschickt. Ach so, das nur wegen Navigation. Das wie der richtige Kurs für meinen Kapitän. Ha, bin der Jod. Edisch.